Oh. Okay. Ja, mal gucken, kann ich ihn knacken? Ja. So. Okay, die 1 ist schon mal richtig, die 6 ist auch mit drin. Lol. Geht doch. Nochmal das so. Und wir haben den neuen neuen Erfolg, und zwar Hacker. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. GZ, Dankeschön. Okay, ich war doch gerade auf der Seite, oder? Auch gerade hier auf der Seite und glitsch mich wieder zurück. Was ist denn da los heute? Also heute spinnt das alles ein bisschen hier. Katastrophe. So, hier müsste eigentlich alles leer sein. Ja. Wie gesagt, hier war ich ja schon mal. Bin ich schon mal durchgelaufen. Im Rahmen des Levels. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt mittlerweile ins Kapitel 2 angekommen sind, sind natürlich auch die Monster wieder respawned. Das heißt, wir können wieder gut Punkte machen hier. Ach so, alles klar. Das heißt, du spielst gleich eine Runde. Weiß ich Bescheid schon. Ah, warte. Da wollte ich nochmal reingucken. Müsste ich. Warum habe ich denn die Truhe nicht eingesammelt? Seltsam. Oh, hi! Na, das liegt aber daran, weil ich auch schon ein bisschen dran bin jetzt gerade. Na, ich habe ja vor 18 Uhr angefangen, deswegen habe ich natürlich ein paar Zähler schon drin. Wir sind jetzt bei 7 zusätzlichen, das heißt, wir werden jetzt bei 134 Toten. Und das einfach nur wegen Bugs überwiegend. Naja, gut, whatever. Egal. Ist halt so, ne? An.
Boah, so an sich läuft das doch eigentlich wieder ganz gut. Müsste mich auch erstmal wieder einspielen, würde ich sagen. So, ihr müsst jetzt um die Ecke auch noch ein Häscher kommen. Jo. Sag ich doch. Sehr gut und Olli, kein Problem. Ja, wie gesagt, ne, also... Heute leichte Brombis mit den Schwierigkeiten wieder gehabt. Naja, gut. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass das Düden dann jetzt weiter durchläuft ohne Probleme. Sonst kriege ich hier einen Föhn! So. Warte mal. Okay. Oh, steigen wir den Falk mal aufs Dach, würde ich sagen. Läuft. So, was mich mal interessieren würde, was macht das Ding bei ihm für Schaden? Wow. Da drüben. So gut wie nix. Das ist schon hart. Das wiederum macht wieder ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Oh, es geht. Okay, also mit dem Sea-Affen komme ich bei diesen Viechern nicht weit. Wenn ich mir das mal so angucke. Darf die Grille da aber auch stehen bleiben, ne? Da drüben! Braves Viech! So, oh, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche... Ah ja, richtig, richtig. Ja, ja, ich erinnere mich. Ihr wart ja noch nicht hier, ich ja schon. Da ist so ein kleines Versteck. Hier hatten sich ein paar Leute was aufgebaut, anscheinend. Als ich hingekommen bin, war aber hier niemand mehr. Mal ein bisschen rumgucken hier. Reisetasche öffnen, okay. Trini spoilert sich selbst. Na, eigentlich eher euch, würde ich sagen, oder? Eigentlich eher euch, ne? Aber wie gesagt, ich war ja schon hier. Im Rahmen, dem Rahmen, wo ich hier gelevelt habe halt. Ja. Genau. Ich greife an! Solange du nicht wieder mich angreifst, ist aus dem grünen Bereich, Falk. So, hier ist einer der Betsteine, wo du hin musst, wenn du zu den Klerikern gehen möchtest. Das ist einer der Betsteine, die du quasi aufsuchen musst. Ah shit, ich wollte gerade noch ausweichen. Nicht so ganz funktioniert, wie ich gedacht habe. Naja gut.
müsste man die Heiltränke wieder ein bisschen verballern, ne? Ein bisschen zusammen mixen. Natürlich. Machen wir eben so. Mistvieh. Also das hier ist quasi so der Endpunkt, wo du bei den Kalan-Schreinen beten musst. Um quasi bei den quasi aufgenommen zu werden. Ne? Das ist so diese Wallfahrt, die du unternehmen musst. Weil ich ja schon getan habe. Hier waren Banditen drin. Und zwei Banditenbosse, wenn ich mich recht entsinne. Das war ziemlich heftig. Ein toter Händler. Na, die hatten hier... Dammit. Die hatten hier einen Händler abgefangen und seine Leiche hier verscharrt. Quasi. Das habe ich im Rahmen des Levels gemacht, wie gesagt. Ne? Ich habe mir ja nur rumgelaufen und habe nur Monster gekloppt. Ne? Das war der einzige Grund. Aber wie ihr seht, ich komme ja hier nochmal vorbei. Ne? Oh, verdammt. Ey, feig, du blöder Hund. Ist unglaublich, der Typ. Also, ich bin schon im Nahangriff. Was macht er? Er greift noch aus der Ferne an, die Pfeife. Junge, Junge. Der Typ, ne? Ja, definitiv, definitiv. Da hast du recht. Bei solchen Begleitern brauchst du keine Feinde mehr. Eindeutig. So, die Ecke kennt ihr auch. Bei der war ich mit euch schon mal. Ja. Na, natürlich. Bei dem kannst du fünfmal vorbeispringen und der trifft trotzdem noch das Drecksvieh. Unfassbar. Ah, wen haben wir denn da? So, die Viecher plus die Viecher, die bekabbeln sich gegenseitig. Besorgniserregend. So, hier war ich mit euch ja schon mal. So. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, ich sag, der ist in der Animation drin und du kannst die Animation dann leider auch nicht mehr abbrechen. Das ist das Hauptproblem. Das ist so ein Problem, was ich sehe. Ja, wenn du einmal in der Schlaganimation, in der großen Schlaganimation drin bist, kommst du nicht mehr raus. Bis der die Schläge durchgeführt hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwo hier wandert was. Wo wanderst du denn? Wieso ist